Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur wöchentlichen Runde Shakes and Fidget. Heute unter einem etwas anderen Motto, weil ich mehrfach jetzt schon in den Kommentaren gefragt wurde, ob ich das Spiel jetzt, wo ich das irgendwie schon zwei bis drei Monate spiele, einfach mal nochmal aus meiner Sicht beschreiben kann, mit all dem Wissen, das ich inzwischen auch über Leveln und die Kämpfe und alles Mögliche gesammelt habe, wie das Spiel eigentlich funktioniert, wie man hier als Anfänger rangehen kann und einfach mal die Techniken so ein bisschen erklären. Das passt auch ganz gut. Ich bin hier gerade wieder am Abenteuerlust verzocken. Ich würde mal einfach sagen, ich lasse es mal im Hintergrund laufen. Das passt nämlich ganz gut, denn ich bin inzwischen Level 72. Das letzte Mal, im letzten Video war ich, glaube ich, Level 61, 62, 63, sowas, kurz vor der Hexe, die ich mir nämlich jetzt auch freigeschalten habe und die ich tatsächlich jetzt gerade eben in diesem Video zum allerersten Mal seltsames Buch, hier kommt man zur Hexe, im Desktop spiele, weil ich ansonsten immer nur online zocke auf dem Handy. Ja, also die Hexe ist auch noch so ein Ding, dass man sich ab Level 66 freischält. Ich habe deswegen auch schon mal meine ganzen Sachen hier verzaubert. Wie gesagt, ich komme gleich dazu. Wer weiß, wie der Hase läuft, der weiß, wie der Hase läuft. Außerdem, um mal kurz noch auf die Update-Geschichten einzugehen, habe ich hier relativ viel ausgebaut und relativ viel Steine gefunden, was man auch an meinem Charakter sieht, der inzwischen mit vielleicht etwas zu viel Stärke-Kristallen, also ich hätte gerne noch irgendwie einen Ausdauerkristall, statt diesem Glücksstein noch einen weiteren Ausdauerkristall drin. Weil aktuell sind meine Stats inklusive der Tränke, die ich inzwischen die ganze Zeit drin habe, weil die so teuer jetzt auch nicht sind für 3 Tage, habe ich 2000 Angriff und 1000 Ausdauer, aber halt relativ viel Glück im Verhältnis dazu. Deswegen bin ich eigentlich versucht, mindestens den hier noch durch den Ausdauerstein zu ersetzen. Und ansonsten Dungeon-mäßig werden wir uns heute auch nochmal den hier und den hier vornehmen, mit dem Ziel natürlich, dass wir alle 3 Endstufen schaffen in diesem Video. Jetzt aber erst nochmal zur grundlegenden Mechanik. Ich möchte jetzt schnell mir 5 Minuten nehmen und versuchen zu erklären, wie das Spiel eigentlich aufgebaut ist. Unter anderem auch deswegen, weil meine Freundin jetzt angefangen hat zu zocken. Dann kann sie dieses Video hier gucken. Hallo Ali. Und Spaß haben. Also, es ist so, du bist in einer Welt, zum Beispiel ich bin in Welt 10 international, und dann gibt es 2 Währungen. Es gibt einmal das Geld, was du für Missionen und alles Mögliche bekommst, und es gibt die Pilze. Die Pilze sind die Ingame-Währung, das ist das, wovor du ordentlich Geld hinblättern darfst. Meine Pilze, die ich zum Beispiel hier habe, sind fast 100 Euro wert. Ich in meinem Fall habe die aber nicht selbst gekauft, das habe ich schon mal gesagt, sondern sie im Rahmen dieser Videos eben dafür bekommen, damit ich in den Videos mehr zeigen kann und eben auch ansonsten mehr spielen, um hier noch mehr voranzukommen und eben, ja, wieder noch bessere Videos zu machen und so weiter. Passt also perfekt zusammen, ist eine Win-Win-Situation. Wenn man das nicht hat, bekommt man in der Woche circa 20, 30, 40 Pilze, hätte ich mal so grob gesagt, denn die kann man auch hin und wieder mal finden. Man kann die Wahrscheinlichkeit auch steigern, dazu später mehr. Diese Pilze kann man dann für alles Mögliche ausgeben. Zum Beispiel, blöderweise sehen wir die Taverne gerade nicht richtig, zum Beispiel kann man sie ausgeben, um bei unserem Kollegen hier drüben bis zu 10-mal oder, wenn man einen Deal mit der Hex gemacht hat, bis zu 11-mal am Tag 20 Abenteuerlust wieder zurückzubekommen. Abenteuerlust benötigt man, um diese Mission, wie ich sie jetzt hier gerade gemacht habe, man hat das kurz am Anfang vom Video gesehen, zu machen. Die kosten, so lange wie du unterwegs bist, kosten dir auch Abenteuerlust. Und für diese Mission bekommst du Geld und Erfahrung, und mit Erfahrung levelst du natürlich hoch. Und das sollte am Anfang auch das größte Ziel sein, dass du möglichst hoch levelst. Den Typ da hinten kann man getrost vergessen, bei dem habe ich noch nie großartig was gewonnen, ein paar Mal oder so. WC hier hinten stellst du auch erst, glaube ich, bei Stufe 100 erst frei, oder kannst ab Stufe 100 den Eingang finden. Deswegen lassen wir das beiseite. Die Frage, die man sich am Anfang stellen muss, ist, gibt man seine Pilze hier aus? Oder gibt man seine Pilze aus, um im Stall das teuerste Reittier zu bekommen? Und da hatte ich mal einen Kommentar zu einem Forumseintrag, wo einmal durchgerechnet wurde, dass die Reisedauer minus 50% sich tatsächlich lohnen kann. Im Gegensatz dazu, dass man sich zum Beispiel an Events, die meistens am Wochenende sind oder auch mal zu besonderen Tagen oder sowas, wo es Extras gibt, mehr Erfahrung, mehr Geld, mehr Pilze und so weiter, dass es sich tatsächlich lohnen kann, diesen Greifdrachen hier zu nehmen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mindestens allerdings den Tiger sollte man auf jeden Fall durchgängig haben. Das ist jetzt wirklich nicht so der Abfall. Und ihr seht schon, meine Goldwerte im Gegensatz zu dem, das ist dann irgendwie auch kein Problem mehr. Sehr geil animiert ist auch dieser Typ hier. Kuh und Pferd lassen wir getrost beiseite. Die sind meiner Meinung nach echt nichts wert.
Also, so levelt man sich dann hoch und die Level sieht man dann hier bei meinem Charakter. Ich bin jetzt Stufe 72 und ja, je höher man Level hat, desto bessere Sachen schält man sich frei, desto mehr Geld verdient man und so weiter und so fort. Gehen wir chronologisch ein bisschen weiter durch und zwar in die Arena. Dort kann man jetzt gegen andere Leute kämpfen. Wenn man noch nicht Level 50 ist und ein Item namens Spiegel hat, dann kann man das immer nur abwechseln, wenn man gerade nicht in der Taverne oder bei der Stadtwache ist. So kann man das tatsächlich parallel. Da müsste ich mir jetzt ein paar Werte hier angucken. Gucken wir hier einmal durch. Gegen den habe ich keine Chance. Gegen den knapp, aber wahrscheinlich auch nicht. Und gegen den könnte ich es tatsächlich probieren, aber ich denke, ich werde verlieren. Wir probieren es trotzdem mal. Knapp gewonnen, aber das war ziemlich gefährlich. Also, wie habe ich das gemacht? Wir fangen mal ganz leicht an. Ich bin Krieger. Das sieht man auch hier. Danke für das Buch. Das sieht man auch hier an meiner Klasse Krieger. Das bedeutet, mein Hauptattribut ist Stärke. Stärke gibt bei mir an, wie viel Schaden ich mache. Nebenattribute und mit damit eigentlich total unwichtig sind Geschick und Intelligenz. Kann man mal nebenher skillen, haben wir aber definitiv nicht den Hauptaugenmerk. Als Krieger ist Stärke und Ausdauer relevant. Stärke mehr wie Ausdauer. Ausdauer allerdings nicht so wenig, wie sie bei mir gerade ist. Deswegen sollte ich langsam mal Ausdauer noch höher bekommen. Glück kann man auch mal skillen, aber die Hauptattribute sind Stärke und Ausdauer. Bist du Magier, sind die Hauptattribute Intelligenz und ein bisschen Ausdauer, soweit ich das weiß. Und bist du Kundschafter, ist natürlich Geschick bei dir am wichtigsten. Weil das eben die ausschlaggebenden Sachen sind. Als Krieger trägt man außerdem ein Schild mit 25% Blocken und man hat eine Schadensreduktion von bis zu 50%. Das ist bei anderen nicht so hoch. Ich glaube, bei lass mich jetzt keine Scheiße erzählen, aber ich glaube, bei Magiern ist es sogar nur 10%, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, Krieger sind dafür da, viel Schaden auszuteilen und viel Schaden einzustecken. Und dementsprechend ist mein Charakter auch geskillt mit 350.000 Ausdauer und 30.000 Schaden. Das sind schon mal gar nicht mal so schlechte Werte, obwohl ich definitiv hätte besser skillen und immer noch besser skillen könnte. So, da musste ich dann doch gerade mal ein bisschen mehr husten, als ich gedacht hätte. Ich habe mich irgendwie ganz doof verschluckt. Was wir hier auch noch sehen, ist mein Greifdrache, mein Reittier, Tränke, die ich aktuell drin habe. Dieses Buch hier bekommt man, ich weiß nicht, irgendwann mit Level 20 oder so habe ich das, glaube ich, gefunden. Hier bekommt man für jedes Item, was man so gesehen hat, unter anderem auch, wenn man zum Beispiel in der Arena Leute besiegt, für deren Items, werden die hier gesammelt. Es gibt 2000 Items im Spiel und abhängig davon, wie viel man gefunden hat, bekommt man nochmal zusätzlich einen Erfahrungsbonus. Die andere Zahl, die man hier noch sieht, das ist mein Rang. Aktuell gehöre ich zu fast den besten 2% der Spieler in dieser Welt. Das ist schon mal ein Anfang. Außerdem sieht man dann hier unten noch diverse Badges, die man einfach Orden bekommt für alle möglichen Dinge, die auch nochmal die Attribute steigern und sich ebenfalls auf die Attribute auswirken, tut natürlich meine Rüstung, meine Waffe, Schild und nochmal Zusatz-Items. Das ist irgendwie hier so Gürtel und Ring und Anhänger und noch irgendwas, also fragt mich nicht, was das hier eigentlich ist. Dass ich hier Steine einsetzen kann, das ist ein Feature, was man, ich glaube, ebenfalls ab Stufe 50... Nee, das bekommt man schon früher. Das bekommt man schon ab Stufe 25, kann man die Festung bauen. Und dann kann man diese Edelsteine in der Edelsteinmine farmen. Die geben dann auch nochmal Boni, wie man hier sehr schön sehen kann. Genau, und dann würde ich sagen, weil ich gerade davon gesprochen habe, gehen wir direkt auch in die Festung, denn das ist noch so ein Nebenteil, den man sich ab Stufe 25 hier, wo ist sie denn? Ach, hier unten, freistellt. Am Anfang sieht das noch sehr, sehr klein aus. Ich für meinen Teil habe die Festung immer relativ klein gehalten, verhältnismäßig, und immer alles bis zum Festungslevel hochgeballert, denn die Festung gibt an, was der Maximallevel aller anderen Gebäude ist. So habe ich zum Beispiel hier die Schmiede auf Stufe 9 oder die Akademie auf Stufe 9. Die Gebäude hier mal kurz zusammengefasst, es gibt hier wiederum mehrere Währungen. Es gibt das Holz und den Stein, den bekommt man davor noch auf eine andere Art, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und die braucht man für die verschiedenen Aktionen hier zusammen mit Geld. Dann gibt es Kaserne, damit kann man Soldaten ausbilden, die sieht man hier unten. Und mit diesen Soldaten kann man andere Spieler angreifen, die sich dementsprechend mit Bogenschützen, Kampfmagiern und der Befestigung verteidigen können. Befestigung ist das Ding da vorne, die ist bei mir nicht gerade gut. Kampfmagier sind hier oben.
und die Bogenschützen sind hier vorne. Ihr seht, meine Abwehr ist relativ schlecht, denn ich habe mich die ganze Zeit eher auf den Angriff konzentriert, weil man durch den Angriff sehr viel reinholen kann. Hier schon wieder 12.000 und 3.000. Immer so gucken, dass man im oberen gelben Bereich ist, dann sollte das üblicherweise gut gehen. Und ihr seht auch schon, mein Lager ist bei 60.000 und 180.000 begrenzt und trotzdem habe ich so viel, einfach deswegen, weil ich die ganze Zeit immer am Kämpfen bin. Hier, das ist ein, ich will nicht sagen Spielfehler, aber mit einem Spieler kann man hier nicht gewinnen. Das ist nämlich der eine Fall, dass ein Kampfmagier mit einer Befestigung da ist. Und dann, wir werden das hier gleich sehen, ihr seht, ich habe sogar mit zwei Soldaten verloren. Und ich weiß nicht genau, warum das immer noch so angezeigt wird. Alle 5 Minuten kann man den Gegner wechseln, wenn man einen zugeordnet bekommt, der zu stark ist. Und natürlich nie vergessen, die weiter auszubilden. Man kann natürlich auch selbst angegriffen werden, aber das ist zugegebenermaßen bei mir relativ selten. Dann haben wir hier neben der Akademie, die für euch levelt, da kann man die Level abholen, diesen zwei Gebäuden und diesen Sachen hier noch das Arbeitsquartier. Das sorgt einfach dafür, dass die Vorgänge wie Bauvorgänge und Abbauvorgänge beschleunigt werden. Hier hinten haben wir die Schatzkammer, die hat Einfluss darauf, wie viele Slots ihr hier habt. Und dann gibt es noch ganz hinten eben die Edelsteinmine und da solltet ihr eigentlich gucken, dass durchgehend Edelsteine abgebaut werden, weil erstens kann man mit denen Geld verdienen und zweitens sind die einfach super cool, um seine Items zu verbessern, was dann wieder Auswirkungen auf den Charakter hat. Und das ist ja eigentlich das, was ihr wollt. Genau, man kann diese Vorgänge auch abkürzen, das kostet allerdings Pilze und zwar nicht zu knapp, wie man hier sehen kann. Gut, das wäre es mal kurz zur Festung gewesen. Ich habe gerade eben schon mal gesagt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man sich die Sachen verdienen kann und das ist mit dem Glücksrad. Und das befindet sich hier. Einmal am Drehen am Tag ist kostenlos, die anderen Male muss man einen Pilz zahlen. Dass ich hier automatisch diese Sachen bekomme und hier nicht wirklich gedreht wird, ist, weil ich die Animationen im Spiel ausgeschaltet habe. Man kann auch manchmal hier irgendwelche Sachen gewinnen, wie es bei mir jetzt der Fall war. Ich habe jetzt Handschuhe gewonnen, die nicht schlecht sind, wie man hier sieht. Aber die Handschuhe, die ich mir schon mal gekauft habe, sind besser. Das heißt, ich könnte jetzt entweder verkaufen oder ich gucke einfach mal, was die Hexe heute annimmt. Weil man sieht hier, die sind 437 wert. Im Waffenladen bekomme ich halt nur das hier dafür. Und ich glaube, es gibt noch einen Echtwert oder sowas. Ich habe das auch nie richtig im Kopf. Wir gehen mal hier schnell in den Zauberladen zur Hexe. Die will heute Kopfbedeckung. Schade. Na gut, da kann ich dann doch nicht mit dienen, aber da die auf jeden Fall nicht mit meinen mithalten können, weil sie nur 850 und die hier halt 930 haben, verkaufen wir sie. So. Und shit happens, würde ich mal sagen. Okay, das war das Glücksrad. Pets kann ich noch nicht vorstellen, das wird dann der Inhalt des nächsten Videos sein. Dungeons gibt es dann auch noch, man kann die Schlüssel dafür finden. Die sind verhältnismäßig schwer, deswegen dauert schon ein bisschen, bis man vorankommt. Und man hat findet da halt epische Items teilweise und bei Level 10 hat man immer die Chance auf ein Epic Item, weswegen ich mir die hier extra für das Video hier aufgespart habe. Genau, das ist das hier. Gilde ist auch noch ein wichtiges Konzept, denn hier könnt ihr zusammen Geld sparen quasi, um zu raiden, andere Gilden anzugreifen, wie man hier gerade sehen kann, zusammen sich zu connecten und eben dann hier, wie man auch sehen kann, nochmal 70% Goldbonus und nochmal 82% Erfahrungsbonus. In meinem Fall jetzt für meine Gilde hier zu bekommen, wo viele Zuschauer von mir drin sind. Wie gesagt, das hat man das Level auf 50 hochgesetzt, jetzt ist es wieder aktuell auf 40. Aber unter 40 nehme ich echt niemand an, weil nur noch 3 Spieler von 25 momentan unter Level 40 sind. Deswegen, wenn ihr einen hoch genugen Level habt, bewerbt euch sehr gerne. Dann werde ich das Limit dementsprechend hochsetzen, dass wir noch vielleicht den einen oder anderen Zuschauer mit aufnehmen können. Dämonenportal ebenfalls so ein Feature, was erst ab Stufe 99 kann ich halt einfach noch nicht vorstellen. Ich gucke gerade mal hier schnell rein. Ich habe, glaube ich, tatsächlich mehr oder weniger alles gezeigt. Stadtwache ist einfach mal nur noch zum Geld verdienen. So, das über 3. Siehst du, wieder ein Pilz gefunden, ja. Ist einfach nur noch zum Geld verdienen. Da kann man dann eben einfach mal 10 Stunden arbeiten und Geld verdienen. Aber das ist weniger lustig. Zwei Sachen muss ich noch zeigen. Zum einen die Hexe, habe ich gerade schon mehrfach angesprochen. Findet man hier über das seltsame Buch ab Level 66. Da kann man hier oben über diese Sachen hier kann man seine Gegenstände verzaubern und dann nochmal diverse Boni bekommen. Unter anderem mehr Erfahrung nochmal und dass man noch ein Bier mehr trinken kann. Also dass man 320 Abenteuerlust am Tag verzocken kann, wenn man die Pilze dafür hat. Statt 300, wie gesagt, ohne Pilze ist die Grenze bei 100.
Und hier oben, ja genau, was weiß ich, also dass man nochmal mehr Sachen findet und so weiter. Das hat echt gute Auswirkungen. Also seitdem ich meine Sachen, seit 2 Tagen, glaube ich, habe ich Stufe 66 verzaubert habe, geht's steil nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, der letzte Kommentar, den gebe ich zur Taverne ab, denn hier gibt es immer 3 Quests und die haben unterschiedliche Dauern. Also wenn du einen 50% Reittier hast, dann gibt es 2,5 Minuten, 5 Minuten, 7,5 Minuten und 10 Minuten und dementsprechend Erfahrung. Wo natürlich auch der Bonus drauf zählt und eine Belohnung. Und ich weiß nicht bis zu welchem Level, aber ich glaube schon auch in meinem Level, sollte man gucken, dass man immer das beste Verhältnis von Zeit zu Erfahrung hat. Zum Beispiel hier ist es ein 1:3 Verhältnis, also das wären dann ja so ganz grob. Das hier ist nochmal 1:3 und das hier ist auch 1:3. Könnte man sich, ich glaube das hier wäre sogar noch das Beste, deswegen lasse ich das jetzt so laufen. Dass der jetzt bei 4:30 anfängt, ist wieder ein Deal mit der Hexe, ist eine weitere Verzauberung. Okay, ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwie das komplette Spiel mal kurz erklärt. Oder zumindest die meiner Meinung nach relevanten Teile. Ich bin aktuell in den Top 6.000 Spielern und gehöre damit bei 260.000 Spielern auf diesem Server immerhin, ja, wie gesagt, zu den besten 3,3%. Ab jetzt beginnt das Spiel eigentlich erst für mich, denn jetzt gilt es, möglichst viele Leute zu besiegen. Man sieht auch schon hier Level 72, hier gibt es auch Level mit 82 und so weiter, aber es gibt auch viel höher noch Leute mit ähnlichen Leveln wie mir. Deswegen heißt es jetzt zu kämpfen und richtig zu spielen, denn ich würde mal sagen, meine Spielweise bisher ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig, wenn ich mir überlege, was manch anderer in seinem Album zum Beispiel so hat. Also, was wir jetzt machen, sind nochmal 3 Dungeons hier erledigen. Wir fangen mit dem hier an, die Advaiten Katakomben. Und da das ein Anfänger-Dungeon ist, habe ich hier safe gewonnen. Man sieht es auch schon, dass das nur ein Stufe 50 Gegner war. Wir gucken mal schnell auf das, was er gedroppt hat, rein. Ja, das ist halt ein absolut langweiliges Item für uns leider. Okay, nächster Dungeon. Kostet, wenn man nicht jede Stunde das machen will, einen Pilz. Aber den gebe ich jetzt einfach mal auf. Für die Minen von Gloria ein weiterer Anfänger-Dungeon. Und ich gucke gerade mal, wir kriegen tatsächlich ein Halloween-Item. Das ist ja lustig. Ich gucke mal schnell hier rein. Ja, super, das ist dann eben... Da ist man dann halt fertig, wenn das so ist, was wir hier bekommen haben. Natürlich ist das ein Item, das wir noch nicht hatten. Aber auch hier, also alleine von den Rüstungswerten her... Also wir könnten es tatsächlich nutzen, weil mein Rüstungswert aktuell so hoch ist, ich kann das mal kurz zeigen, dass wir jetzt nur 1% hier verlieren. Es ist halt geil, weil es auf alles 70 hat, was halt bei mir nochmal einen ordentlichen Boost für alle Sachen geben würde. Ich glaube, das behalte ich mir tatsächlich auf. Das hier ist schlichtweg nutzlos. Also, nee, das kann ich gleich wieder verkaufen. Aber ich glaube, das hier behalte ich mir tatsächlich im Hinterkopf. Wenn ich nämlich die Handschuhe hier habe, dann habe ich da nochmal 300 mehr Rüstung, dann kann ich das hier einsetzen und bekomme da auch nochmal einen guten Boost auf einige Sachen. Das könnte ich mir echt noch überlegen, während ich dieses andere Item gerade, da sehe ich echt keinen Verwendungszweck. Das hat so wenig, das kann ich einfach nicht einsetzen. Plus, es hat keine Sache hier, deswegen wird das hier verkauft. Ja, übrigens, man kann natürlich auch für Geld sich die Sachen hier noch dazu kaufen. Zum Beispiel könnte ich jetzt einmal Ausdauer und einmal Stärke leveln. Und noch einmal, jetzt habe ich schon wieder fast kein Geld mehr. Machen wir noch schnell den dritten Dungeon. Der ist ein bisschen fortgeschrittener. Ich hoffe, dass wir ihn schaffen. Jetzt, das geht jetzt wieder an die Pilze. Aber wir haben es geschafft und wir haben einen Kürbiskopf bekommen, der einen abnormal kranken Glückswert hat. Also jedenfalls für meine Verhältnisse, wenn man nicht bedenkt, dass das Ding hier oben 310 hat und das einfach mal 370, könnte man schon überlegen. Allerdings an der Stelle hört meine Weisheit auf, denn wenn ich das Ding jetzt hier einsetze, dann seht ihr halt einfach, ich droppe wieder auf die 49%. Wenn ich jetzt beide Epic Items quasi hier einsetze, dann droppe ich auf 42% runter. Beides Dinge, die du, glaube ich, jetzt nicht so haben möchtest. Du möchtest, glaube ich, schon deine Reduktion haben. Hier wäre halt der Vorteil, das ist echt krank viel Glück so. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist, weil ich habe auf den hier 133 Stärke. Aber das Ding hier bin ich schon ein bisschen versucht, weil ich habe momentan halt keinen so guten Gürtel. Und dadurch, dass ich auch nochmal einen Stein einsetzen kann und von Haus aus 70 auf alles bekomme, ist das hier, glaube ich, tatsächlich ein wertvolles Item. Aber ja, während ich hier quasi einmal das komplette Spiel erklärt habe, seid jetzt ihr dran und könnt mir weiterhin den Tipps in den Kommentaren geben. Denn ich bin nach wie vor unsicher,
Ich denke, das ist eine gute Idee und ich denke, das hier ist dann auch eine gute Idee, hier noch einen Ausdauerstein einzusetzen, genauso wie hier auch. Da hätte ich dann, wenn ich hier auch Stärke reinkommt, irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Stärke und 3 Ausdauer oder sowas in diese Richtung, was glaube ich ganz gut passt. Aber ja, auch dieses Verhältnis und so weiter, die tatsächliche Formel, nach der man im Idealfall spielen sollte, habe ich auch noch nicht drin. Gucken wir nochmal schnell hier rein, 15 und 12, den könnte ich bekommen, meiner Meinung nach. Stufe 83, ich glaube kaum, dass ich gegen den eine Chance habe, der ist mir auch zu hoch. Der hier hat 2000 Geschick, also am ehesten den. Gucken wir mal, ob wir mit bloßer Haut davon kommen und ja, natürlich. Oder was heißt natürlich, wir haben es tatsächlich geschafft. Sehr schön. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss, auch wenn es Pilze kostet, dann nochmal mit meinen neuen Stats gucken, ob ich hier irgendwas reißen kann. Hier nicht und hier auch nicht. Oh, doch, den bekomme ich. Auch wenn das jetzt gerade das Verschwenderischste ist, was man tatsächlich machen kann, auf sein Glück hoffen. Das ist das dümmste Glücksspiel, was es gibt und ich höre jetzt auch schon auf, weil das war jetzt echt genug Verschwendung. Ja, ich gehe ein bisschen verschwenderisch damit um, aber ich glaube, das in Videos zu sehen, ist auch nochmal was Eigenes, sage ich mal. Und ja, das war letztlich eine Zusammenfassung von dem Ding. Wir haben jetzt hier 23 Uhr, ich habe eine Waffe bekommen mit ziemlich schlechten Werten. Die kann ich gleich wieder verkaufen. Und werde jetzt hier nochmal meine restlichen Geschichten hier einmal 34 und ziemlich schlechte Schuhe, weil ich kann ja auch gar nichts einsetzen, das sieht man auch schon. Interessieren mich eigentlich herzlich wenig, zumal sie auch noch schlechtere Stats haben. Das heißt, ich kann wieder nach Ratio gehen und da ist das hier das Beste. Ich habe Post bekommen, das freut mich. gucke ich gleich mal rein. Ja, aber für meinen Teil war es das. Ich werde das jetzt über Nacht wieder laufen lassen. Wir können mal nochmal gucken, ob wir noch einen guten Gegner bekommen. Ja, tatsächlich, da kann ich mit einem reinmarschieren und bekomme nochmal ein bisschen Stuff. Haben wir nochmal Glück? Nö. Gut, also wieder schnell ausbilden. Die hier sind auch ausgebildet. Sehr schön. Ich denke, ich habe, oder ich hoffe, ich habe für Anfänger das ein bisschen erklärt, falls ihr auch noch anfangen wolltet. Und ansonsten wird es auf jeden Fall das nächste Mal, weil ich dann Stufe 75 bin, mit den Pets losgehen. Wenn ihr mir Tipps dafür habt, könnt ihr mir sie auch sehr gerne dalassen, weil da habe ich noch absolut keine Ahnung, wie man damit richtig umgeht. Denn die haben nochmal eine heftige Auswirkung auf das Spielgeschehen, so wie ich das verstanden habe. Das und vieles mehr wird es aber erst in einer Woche geben. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge Shakes & Fidget. Link in der Beschreibung, falls ihr selber ausprobieren wollt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.